Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, so kocht Susanne. Heute mache ich beschwipste Baguette-Scheiben. Ich erwarte Gäste und nach dem Hauptgang stelle ich einen Teller mit gebackenen, in Rotwein getränkten Brot auf den Tisch. Und jeder kann sich nehmen. Dazu ein Gläschen Rotwein oder ein Espresso, das rundet das Ganze ab. Wie ich das gemacht habe, seht ihr jetzt. Ihr braucht folgende Zutaten für die Nachspeise: Eier, Zucker, Vanillinzucker, Sultanin, Rapsöl, halbtrockener Rotwein, gemahlene Mandeln, Zimt, Nelken, abgeriebene Zitronenschale und ein Baguette vom Vortag. Zuerst schneide ich das Baguette in Scheiben. Die Endstücke mache ich dabei weg. So, das ist jetzt fertig. Und jetzt kann die Eimasse gemacht werden. Dazu verklepper ich die Eier mit der Gabel. Gebe die gemahlenen Mandeln da rein und rühre alles unter. Jetzt tauche ich die Baguette-Scheiben darin unter. Das mache ich jetzt mit allen Baguette-Scheiben. Den Rotwein schütte ich jetzt in den Topf. Den werde ich gleich erhitzen. Aber erst gebe ich jetzt den Zucker und einen Teil von dem Vanillinzucker da rein. Ein bisschen lasse ich zurück von dem Vanillinzucker für nachher. Jetzt noch die Nelken, Zimt und die Zitronenzesten. So, jetzt habe ich Öl in der Pfanne erhitzt und werde jetzt die Brotscheiben von allen Seiten schön anbraten. Wenn die fertig sind, lege ich die auf ein Küchenhandtuch, damit einfach noch ein bisschen das Fett abgenommen wird. So sehen die schon mal super aus. Der Rotwein ist auch erhitzt, der ist jetzt heiß. Jetzt gebe ich den durch ein Sieb und dann gebe ich die Sultanin in den Rotwein. Noch ein bisschen Vanillinzucker
auf die Brotscheiben und jetzt gebe ich diese Rotwein-Sultaninen-Mischung auf die Baguettes. Und dann kommen die gleich in den Backofen bei 170 Grad, nur einfach noch mal so 10 Minuten. Und jetzt ist schon alles fertig, noch mal Vanillinzucker darüber und dann kann das auch schon auf den Tisch gestellt werden. Ich wünsche gutes Gelingen beim Nachmachen. Wir sind wieder am Ende angekommen. Wer möchte, darf gerne kommentieren oder liken. Ich sage danke und bis bald, wenn es wieder heißt, so kocht Susanne.